das ist Sandra, die Tochter vom Clown. Das ist Benjamin. Benjamin macht mit dem Opa die Taxe. Das ist Mariana, Benjamins Schwester. Alle beide sind von Familie Hein, die Luftnummer und die Taubennummer. Das ist Enrico, die Mutter von der Schlangentänzerin. Und das ist Jessica. Das ist Jessica, die Enkeltochter. Die beiden sind die Urenkel. Und Enrico ist der Urenkel. Anderen zwei sind Enkelkinder. So, ist die Oma lieb? Ja! Feuerspucken, Feuerspucken, Scherben und Säbelzahn. Ah, hier bin ich. Clown. Clown in einem Zirkus. Tja, kurz vor meinem Auftritt. Na, und das ist unsere liebe, gute Tante Adelheid, unsere Chefin, meine Schwiegermutter. Mit meinen Rasselbanden davon. Das muss auch gelernt sein. Schminken. Die Maske eines Clowns ist nicht so einfach. Auge zu. Auge zu. Da gehen wir zu unseren Auftritt hinter. Hier, neugierig, unsere Chefin. Wie läuft das Programm? Und hier ist mein Gefährt. Thank you.
Benjamin, fleißig beim Tragen, der Stuhl die Züge. Ja, die kleinste Hand wird auch gebraucht am Zirkus, damit die nächste Vorstellung beginnen kann. Helfen Sie alle mit. Seid bereit? Immer bereit. Setzt euch. Ihr seht, ich komme heute nicht alleine. Ich bringe euch die Sandra aus dem Zirkus Hain mit. Sie wird die nächsten 3 Tage unser Gast sein. Und ich weiß, ihr werdet die Sandra bestimmt ganz lieb in unsere Gemeinschaft aufnehmen, ihr Hilfe zukommen lassen, Stundenplan bekannt geben und auch immer sonst helfen, wenn sie Fragen an euch hat. So, nun mal die Frage an euch. Eine neue Schülerin. Möchten wir vielleicht mal doch einiges wissen über Sie. Habt ihr Fragen an die Sandra? Möchtest du auch mal zum Zirkus? Was denn? Klon. Das ist meine Jüngste, Sandra, das Nesthäkchen von mir, am Vertikalseil. Ja, das passiert auch mal. Das macht jeder Artist durch. Langsam, Spendi. Ganz langsam. Du bleibst so stehen, wie du willst. Und dann für 10 Uhr? Am Sonntag? Am Sonntag? 2 3 Erwachsene und 1 Kind. 3 Erwachsene, ein Kind 18 mal 20. Und um 9:30 ist Einlass. Kommen Sie nicht zu spät, damit Sie auch eine recht schöne Loge kriegen. Ja. Einmal. Komm her, der Papa guckt dir ein Schlagzeug.
Kann sich denn hier auf den Tisch setzen? Ja. Der Umzug von Ort zu Ort, alle 2 Tage. Da heißt das Ankommen, Aufbauen, Nachmittag die 1. Vorstellung, abends die 2., nächsten Tag nachmittags 15 Uhr noch eine und dann wird schon wieder abgebaut.